In diesem kurzen Video wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie wir mit einer Punktdatei ein Gelände erstellen. Als erster Schritt importieren wir im Modul Erweiterte Konstruktion ein Koordinatenfile, das wir zum Beispiel von einem Geometer erhalten haben. Es könnte aber auch via DWG gekommen sein. In diesem Fall haben wir jetzt einfach eine Punktdatei. Als nächster Schritt wird nun mit dem Befehl 3xNetz erstellen die Punkte markiert. Die Abfrage nach den Randdreiecken können wir bestätigen und somit ist unser erster Körper auch schon erstellt. Das so erstellte Gelände ist nichts anderes als ein Körper aus dem Modellieren 3D und kann somit mit zahlreichen Funktionen weiter bearbeitet werden, die Sie bereits schon kennen. Eine weitere Möglichkeit, die wir zusätzlich im Add-on platziert haben, ist das Drehen der Diagonalen oder das Austauschen der Diagonalen, besser gesagt, indem dass wir eine Linie jeweils anklicken und somit wird die Linie auf die andere Seite getauscht. Somit können zum Beispiel auf eine ganz einfache Weise Bruchkanten nachempfunden werden. Der nächste Schritt ist nun mit der Funktion Baugruppe erzeugen, übernehme ich den 3D-Körper in einen dynamischen Körper. Dieser Körper kann nun weitere Einstellungen enthalten und wird in der Eigenschaftspalette weiters definiert. In der Registerkarte Darstellung können sowohl 3D- und 2D-Darstellungen getrennt dargestellt werden. In diesem Beispiel haben wir nun mal die Schichtdarstellung gewählt, inklusive Höhenlinien und die Äquidistanz der Höhenlinien auf 20 cm angegeben. Als Resultat erhalten wir im Grundriss eine Darstellung der Höhenlinien und in der Animation eine Darstellung der Schichten mit einzelnen Platten. Diese könnten Sie natürlich für x-beliebige weitere Anwendungszwecke wiederverwenden, das heißt auch zum Beispiel für einen Datenexport für einen Modellbauer. Mit dem Befehl Baugruppe modifizieren kommen Sie jederzeit wieder zurück in die Palette. Als nächstes wollen wir nun eine Falllinie definieren und somit für eine Höhenlinienbeschriftung sorgen. Die Beschriftung ist auch jederzeit dynamisch, das heißt, sobald sich das Gelände anpasst oder die Falllinie, wird sich die Beschriftung auch wiederum ändern. Natürlich sind auch mehrere Falllinien möglich oder am Ende des Tages können Sie auch einzelne Texte, wenn Sie wollen, noch separat bearbeiten. In der Eigenschaftspalette der Baugrube können Sie nun das Gelände weiters modifizieren. Ich klicke nun mal das Urgelände an und möchte mit einer Begrenzung ein Polygon an der Außenseite definieren. Ich klicke die gewünschten Punkte an und somit wird außerhalb dieses Polygons das Gelände abgeschnitten. Das können Sie natürlich wunderbar verwenden, um ein Gelände auf eine gewisse Parzellierung anzupassen. Das Geheimnis der Baugrube liegt jetzt darin, dass all diese Parameter, die wir jetzt verändert haben, immer und jederzeit angepasst werden können. Also das Urgelände ist nicht verloren. Wir können zum Beispiel die Begrenzung wieder ausschalten oder auch die Darstellung der Schichtmodell, der Höhenlinien und so weiter jederzeit angepasst werden. Hier sehen wir nun in der Animation die Dreiecksbemaschung und im Grundriss nach wie vor die Höhenliniendarstellung.